jeden Samstag hocken sie zusammen, Madame neben Madame, jedes Mal derselbe Stamm. Jeden Samstag hocken sie zusammen, loben und verdammen, manche längst erloscht in Flammen. Jeden Samstag, jeden Samstag. Jeden Samstag hocken sie zusammen. Das waren die Wise Guys und damit haben wir unsere heutige Wohnzimmer-Show-Ausgabe gestartet. Heute Samstag, der 17. März und die Bilder, die wir hier sehen, die müssen wir erstmal auf uns einwirken lassen, denn gestern war ja der erste richtige Frühlingstag, der es zu genießen galt mit Temperaturen bis 20 Grad und das haben auch die Hunde weitlich ausgenutzt. Auf dem Acker haben sie gespielt mit Frisbee-Scheiben, Bällen und sonstigen Dingen und natürlich haben sie nachher alle ihre Kekse bekommen, wie sich das gehört. Heute Morgen dann schon wieder etwas trüber das Ganze. Die Temperaturen werden heute auch nicht so hoch steigen, aber immerhin, es ist noch einigermaßen erträglich. Eine Bauernregel des Tages haben wir auch. Wer seinen Mist will, verscherz, der muss fahren in den März. Und Namenstag ist für Gertrud und Patrick. Unseren herzlichen Glückwunsch. So viel zum Wetter in Frönnenberg. Ja, das muss man genießen. Heute wird es wahrscheinlich noch niederschlagsfrei sein, aber die Temperaturen sind längst nicht mehr so hoch wie gestern und da wird es Zeit. Wenn man vielleicht noch Wäsche trocknen will, könnte man das machen und für Gartenarbeiten bietet sich das auch an. Prominenter Besuch war gestern in Frönnenberg zu Gast und zwar in der Aula der Gesamtschule gab es eine Lesung und dort war anwesend Jörg Roßkopf, der Tischtennis-Weltmeister und jetzige Bundestrainer. Und zwar hatte das folgenden Grund. Ulf Krämer aus Frönnenberg hat nämlich die Biografie zu Jörg Roßkopf geschrieben und hat aus diesem Buch gelesen. Und Jörg Roßkopf war natürlich anwesend, hat nachher die Bücher signiert und konnte sicherlich den Tischtennis-begeisterten Zuhörern noch eine Menge vermitteln. Ja, königlichen Besuch hingegen gab es in Bottrop. Königin Silvia reiste an aus Schweden. Die in Deutschland geborene Königin aus Heidelberg engagiert sich ja seit vielen Jahren für Demenzkranke und hat in Schweden die Schirmherrschaft des Silvia Hemmet, also das nach ihr benannte Silvia-Heim. Und in Deutschland ist sie für die Malteser-Hilfe unterwegs und da war sie eben in Bottrop. Und wir haben einen kleinen Film von Königin Silvia, wo sie sich zum Thema äußert, der allerdings nicht aus Bottrop ist, sondern, muss ich sagen, der ist aus Köln, wo sie vorher zu Gast war. In unmittelbarer Nähe des Wohnsitzes der Königin in Drottningholm bei Stockholm befindet sich das namensgebende Heim für die Stiftung, das Silvia Hemmet, zu Deutsch Silvia-Heim. Die Zahl der Menschen, die eine solche Institution benötigen, wird in den nächsten Jahrzehnten immer größer werden. Ziffern überlasse ich lieber Experten. Aber laut Alzheimer's Disease International sind heute ca. 36 Millionen Menschen an Demenz erkrankt. Und im Jahre 2030 werden es 66 Millionen auf der Welt sein, falls keine medizinische Lösung dagegen kommt. Königlicher Besuch also in Bottrop. Und wir haben ja keine Monarchie, sondern wir wählen ja einen Bundespräsidenten. Und das ist am Sonntag, nun also morgen, wieder der Fall. Joachim Gauck stellt sich zur Wahl. Er hat auch eine Gegenkandidatin, nämlich Beate Klarsfeld, die ja mal einen deutschen Bundeskanzler geohrfeicht hat. Und deswegen ist sie mir auch immer noch in Erinnerung, obwohl sie hat ja ihren Lebensmittelpunkt in Frankreich. Und da hat sie eine ganze Menge getan, zum Beispiel um Kriegsverbrecher zu jagen. Also hat sicherlich auch einen großen Background, die Frau Klarsfeld, aber gegen Herrn Gauck ist sie absolut chancenlos und morgen werden wir also aller Wahrscheinlichkeit nach einen neuen Bundespräsident haben, der uns etwas mehr Glück bringen wird als der ausgeschiedene, abgetretene, abgedankte Herr Wulff. Ja, freuen wir uns also auf eine Ära des Herrn Gauck. So, was haben wir noch? Geburtstagskinder des Tages haben wir. Wie jeden Tag. Ich grüße alle zum Beispiel, die bei Facebook Geburtstag haben heute, die irgendetwas zu feiern haben. Und wenn jemand den Wunsch hat, dass wir das hier auch durchsagen, mache ich gerne. Ist überhaupt kein Problem. Heute einer meiner Lieblingsdarsteller der 80er Jahre feiert heute Geburtstag, Patrick Duffy. Ich weiß noch, wie ich jeden Dienstag
um 21.45 Uhr vorm Fernseher saß. Denn da kam Dallas und Patrick Duffy spielte da den Bobby. Hier Patrick Duffy über seine Paraderolle als Bobby Duffy, der den Ewing-Sohn Bobby spielte, ist erstaunt über den anhaltenden Kult um Dallas. Viele Leute nennen mich immer noch Bobby. Ich freue mich darüber, denn nicht viele Schauspieler haben das Glück, in ihrer Karriere eine Figur spielen zu dürfen, die auch Jahrzehnte später noch bekannt ist. Dass ausgerechnet Dallas weltweit ein so großer Erfolg war, wundert Linda Gray. Und wieder zurück hier ins Wohnzimmer nach Fronberg. Ja, das war unsere Samstagsausgabe, die Wochenendausgabe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch am Montag wieder mit dabei wäret, wenn auch Frau Mümmelmann hoffentlich hier wieder zu Gast sein wird und uns erzählt, wie sie das Wochenende verbracht hat. Bin ja immer da sehr neugierig und ich weiß, viele Zuschauer auch. Und ja, in diesem Sinne, macht's euch schön. Ich hoffe, das Wetter hält noch, es regnet nicht und die Temperaturen sind so einigermaßen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bekommt kein Fieber. Denn mit Fieber werde ich mich heute verabschieden. Joy Fleming und Fieber. Und ich sage, bis Montag in alter Frische. Und unser Opa sitzt im Sessel, blättert in der Zeitung und schimpft. Da steht auf Seite 7, sind sie schon gegen Grippe geimpft und gegen Fieber. Boom. Auf einmal spürt der Opa wieder Temperatur. Fieber, er hat Fieber. Schreit er laut, ich bin ja so krank, ich habe Fieber. Boom, 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 warum? Du hast doch Fieber. Bum, 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 bum. Und zu Haus am nächsten Morgen ist der Opa wieder mobil.